dabei und auch heute eine Legung für dich. Und zwar für dich und deine Zwillingsflamme. Und zwar, es geht jetzt um diesen besonderen Vollmond, um diesen Supermond, was du auch hier siehst. Ich habe es dir mitgebracht, also kleines Mitbringsel für diese Orakel. Und wir wollen jetzt reinschauen, diese Vollmond im Schützen, was wird auch wirklich bewirken bei dir und deine Zwillingsflamme. Natürlich habe ich die Karten bereits schon springen lassen. Das ist eine allgemeine Legung. Also die Energie ist für alle gleich. Also das ist für das Kollektiv. Aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest präzise Aussagen haben, noch ganz deutlicher in deine Wahrnehmung sein oder deutlichere Infos haben, dann schau einfach auf YouTube vorbei. Du findest auch gerne dort auch meinen neuen Kanal. Und das, wenn du eingibst Taroskop, dort findest du das. Lass uns schauen, da ist für jedes Sternzeichen, kommt für jeden Monat, sowie kommt für Vollmond und für Neumond. Also es geht darum, dass wir jetzt alle unseren Einfühlungsvermögen stärken können, dass wir nach unserem Körpergefühl, nach dieser Harmonie gehen können. Und es geht auch darum, dass wir das alles reflektieren, unsere innere Werte, unsere Selbsterkenntnis erkennen, sowie unsere Gefühle zulassen und bestimmte Muster loslassen, denn es geht um Bewusstwerdung. Wenn wir bestimmte Dinge bewusst sind, dann können wir auch bestimmte Grenzen überschreiten und auch wirklich diese Balance auch finden. Denn es geht um Vollendung und es geht um Freude und Leichtigkeit. Also Freude und Leichtigkeit, ja, einfach das zu leben. Denn und die Karten oder der Universum rät dir auch, den ersten Schritt zu machen. Und ja, weil du bist wirklich hier die Liebe und auch die Venus-Aspekte waren auch die Tage so gut. Also Harmonie und Schönheit und allumfassende Liebe. Es geht darum, also die Energie verstärkt sich. Die Sterne können den Glanz des Mondes nicht vermehren. Und es geht darum, ja, also Neuordnung zu schaffen, ja, etwas Neues, die Energie zu klären, ja, und es geht auch darum, ja, Moment, da deute ich erstmal die Karten, ja, dass dir auch hier durch diesen Vollmond vielleicht auch der Pluto den Schatten und Mystik zeigt, so wie wenn du jetzt auch die Energie jetzt mit von diesem Vollmond übernimmst, also Wassermann ist gesprungen, das sind diese wundervolle Astrokarten, Astrocards, also wie gesagt, also ihr könnt es auch wirklich an meinem Taroskop-Kanal auch demnächst auch immer wieder finden. Die Karten bringe ich auch mit in Einsatz. Ja, dass du halt auch deine Vision, weil wie der Wassermann, eine Visionärin, du hast ja die Vision, dass du das halt auch manifestierst. Für den weiblichen Anteil, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selbst. Wozu dient es dir, das Leben anderer zu leben, auf das Leben anderer zu blicken? Es ist Zeit, etwas für dich ganz persönlich zu tun. Und für den männlichen Part geht es darum, sieh das Licht weicht, um den Dunklen in dir Raum zu geben, und das Dunkle wird erhellt, um dich in den unendlichen Raum der Ganzheit einzuweben. So, lass uns die Karten springen. Wie entwickelt sich jetzt durch diesen Vollmond? Also, es kommt schon mal die Schlange. Also, das heißt, entweder gibt es hier schon noch Themen, Schwierigkeiten, Verstrickungen, Heilungsmöglichkeiten oder Ängste. Ja, vielleicht auch noch ein Partner, Partnerin hier könnte auch eine Rolle spielen. Ängste. Was beleuchtet werden sollte, aber auch, wie gesagt, die Treue,
die Loyalität und die Treue. Ja? Loyalität und die Treue. Ja, hier von deiner Zwillingsflamme. Und es geht auch darum, ja, er bekommt so an seine Kraft. Also so eine tiefe seelische Verbundenheit, aber auch so ein bisschen Unentschlossenheit. Und es geht auch ein Stück weit darum, wie gesagt, ja, dass er dir das sagt, dass er dir das schreibt. Das ist ja auch ein Stück weit so aus dem Vorleben, diese ganze Verbindung zwischen euch. Es geht auch wirklich da aus diesen Fehler zu lernen, was man im Vorleben falsch gemacht hat. Und natürlich also sich fortzubewegen, nicht in diesem Hamsterrad sein, also auch in deine Richtung vielleicht, ja. Und ja, da zeigt sich auch die Sinnlichkeit. Also die tiefen Gefühle sind da und natürlich auch, dass man sich auch entscheiden sollte. Und der Universum unterstützt dich auch dabei oder euch, also diese Hindernisse zu überwinden und wirklich dort anzukommen, was man möchte. Und das ist so schicksalhaft zwischen euch. Auch wenn jetzt hier sehr viel Unruhe momentan da ist und innere Zerrissenheit und noch die Blockaden, aber ich sehe hier schon die Wunscherfüllung und die große, große Sehnsucht für euch beide. Kennt ihr dieses Lied, die Sehnsucht, ja? Kennt ihr das? Also ich glaube, das war von den Ärzten. Die Ärzte war das nochmal. Moment, wie hieß das nochmal? Sehnsucht, ja, die Ärzte, die Sehnsucht, der Westerland, die ist das. Ja, Moment, vollständiger Text. Ich habe hier auch mein Smartphone im Hintergrund dabei. Also es geht, oh, ich habe solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland. Also wie du siehst, eine totale Sehnsucht, ja. Hat er, hast du auch, ja, und es geht wirklich darum, ja, in diese Erfüllung, in diese feste Partnerschaft auch wirklich zu gehen. Es geht auch darum, den Herz zu öffnen und ja, in der Erfüllung zu gehen, dass sich das auch erfüllt und den Schlüssel zu finden aus dieser, ja, aus dieser, ja, hin und her gerissen sein, aus diesem Nichtwissen an Grenzen zu stoßen, komplett in eine neue Richtung einzuschlagen. Da zeigt sich dir auch deine Zwillingsflamme. Und ja, es geht aber auch um Enttäuschungen und ja, der Neuanfang zeigt sich da in der Öffentlichkeit, ja, mit dir und ja, auch so eine tiefe innere Weisheit, aber auch so noch so ein bisschen die Maske, ja. Vielleicht fehlt auch noch so wirklich dieses Letzte, dass ihr euch gegenseitig zueinander bekennt, also oder er sich komplett zu dir in der Öffentlichkeit bekennt oder dass er dir das auch sagt. Also es geht hier darum, also seine Gedanken gehen in eine positive Richtung, total viel liebevolle Gedanken, verliebte Gedanken, romantische Gedanken, der Neuanfang, das Glück ist da und ja, natürlich auch die Hoffnung ist da, dass es halt noch so ein bisschen Zeit braucht und es geht auch ein Stück weit auch darum, das zu beleuchten. Und wie gesagt, also ja, dass das Ganze noch vielleicht auch so ein bisschen reift und noch vorerst geheim bleibt, bis diese ganze Situation natürlich auch heilt. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Das freut mich sehr. Und wenn du das Ganze unterstützen möchtest mit dem Ritual, dann sei gerne dabei, denn ich zelebriere heute Abend einen Vollmondritual. Natürlich kannst du auch noch meine anderen Angebote buchen, würde mich sehr freuen. Schau dich einfach in meinem Shop um oder schau einfach vorbei.
Ich freue mich, ich sage Dankeschön und bis bald. Thank you.